Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld-Video auf meinem Kanal. Gleich am Anfang, ich habe Henry das Social-Ding gegeben. Der hat so ein bisschen Punkte dazu gekriegt, ich glaube 5 Stück. Genau, damit er so ein bisschen besser mit anderen Leuten klarkommt. Und ansonsten habe ich eine Bitte an euch. Und zwar schreibt mal in die Kommentare eure besten RimWorld-Tipps. Ja? Und dann kann ich mir davon welche rauspicken und in ein Video packen. Denn ich möchte gerne so ein Video machen, wo die ganzen Community-Tipps so ein bisschen zusammengetragen werden, also die besten meiner Meinung nach. Und dann kann ich den Namen des jeweiligen Erstellers noch mit in das Video packen. Ja, das fände ich persönlich ganz cool, vor allem, weil da waren wirklich schon richtig, richtig gute Tipps dabei, die irgendwo in den Kommentaren untergegangen sind. Aber wenn wir sie dann wirklich an einen Ort packen, also in so ein Video, wo sie dann jeder sehen kann, ich denke, das ist so ziemlich das Beste, was man machen kann eigentlich für die Community als Ganzes. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall euren Teil beitragen. Ich werde natürlich auch gucken, dass ich meine eigenen mit einbringe, insofern mir welche einfallen. Aber eigentlich habe ich da sicherlich den einen oder anderen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt es in die Kommentare. Und ihr werdet ja sehen, ob ihr mit reinkommt. Ja. Auf jeden Fall haben wir den ersten Tipp, deswegen komme ich da drauf, auch schon gekriegt. Und zwar von Belton, den ich übrigens auch in die Namensliste eingetragen habe. Darum hat er gebeten. Beziehungsweise habe ich das Belton jetzt getan. So, auf jeden Fall hat er gesagt, dass man unter den Zuweisungstab hier Medizin mitführen kann. Wusste ich gar nicht. Und das ist sowas von genial, weil dann haben die endlich immer Medizin dabei und können die Leute halt sehr schnell heilen. Das ist einfach genial. Das ist total genial. So, und den werden wir töten. Werden wir ausrauben hier. Linke Lunge, linke Niere, Herz raus. Zack, zack hier. Mit ihm machen oder mit Crazy oder mit Henry. Der hat schon 8. Der hat schon 8 Medizin. Alter Schwede. Ja, dann mach du das mal. Hier, 7 Medizin. Nein, nein, operieren, nicht füttern. So, kriegt auf jeden Fall ordentlich Punkte, ne? Hier, guckt euch das an, ist auf 8. Ja. Kommt aber auch immer drauf an. Und da ist er wieder crazy hier. Kommen wir auf 9? Na, manchmal kriegen die irgendwie mehr Punkte, ne? Naja, ist ja auch egal. Jetzt können wir das nämlich hier wieder für Kolonisten machen. Dann braucht der eine nicht auf dem Boden schlafen. Das findet er nämlich gar nicht so cool. Und nee, ich fand den Tipp auf jeden Fall so cool, dass ich gesagt habe, nee, das wäre doch eigentlich mal richtig der Hammer, wenn wir die ganzen tollen Tipps, die die Leute so haben, einfach mal in ein Video einbringen können. Weil da waren wirklich welche dabei, die waren super nützlich und ich weiß teilweise gar nicht mehr, wer das gesagt hatte. Zum Beispiel, ich muss gerade überlegen, das ist so in meinem Gameplay schon drin, automatisiert. Und zwar genau, dieser eine Mod da, gut, das waren viele Mod-Empfehlungen, die da mit bei waren. Na, seht ihr? Da sind so viele Sachen schon automatisch, das ist schlimm. Oder dass man Mörser verwenden soll. Oder so Kleinigkeiten auch irgendwo. Ah. Schlimm. Na egal. Weiter geht's. Wir werden heute so weitermachen wie bisher. Wir werden hier auch irgendwo noch ein bisschen was ausbauen. An Energie. Ich denke, das können wir hier eigentlich machen. Könnten wir hier machen. Aber, also hier wird es eigentlich Sinn ergeben, ne? Hier hinten. Hier könnte man das machen. Ne, da kann das nicht hin.
Da würde es aber Sinn ergeben. Passt das da nicht hin, oder? Nee, ne? Nee. Aber doch, es würde da hinpassen. Würde das hier weghauen. Warum das überhaupt funktioniert, verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Kann teilweise auch von den Mods kommen, ne? Da möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen, dass das von RimWorld per se ist. Weil ich habe viele Baumods auf jeden Fall drin. Das kann definitiv sein, dass das nicht von RimWorld per se kommt. So. Gut, dann haben wir das hier auch. Hinten haben wir ja auch noch welche. Ja, hier möchte ich eigentlich ein Krankenhaus hinmachen. Also hier kommt eigentlich das Krankenhaus hin. Das funktioniert ja jetzt zum Glück. Wobei wir erstmal gucken müssen, was wir jetzt überhaupt. Oh, Kalksteinblöcke. Okay, gut, dass ich geguckt habe. So, mit Kalkstein können wir jetzt das Ding bauen. Ein Krankenzimmer. Oh ne, ich finde die Idee auf jeden Fall richtig super, weil es gab so viele Zeiten oder so oft gab es Momente, wo ich mir dachte, hey, so eigentlich schade, dass das jetzt hier in diesem Video in den Kommentaren einfach so untergeht und weg ist quasi. Ich meine, klar, es ist irgendwo noch, aber sind wir mal ehrlich, wer geht jetzt explizit in dieses Video rein und guckt sich das da an? Na, das machen ja die wenigsten. Das ist wirklich suboptimal hier. Aber ich will halt hier ich will ja Heu auf dem Boden haben, damit die nicht so viel Dreck produzieren. Aber deswegen, ich werde das auch nicht öfter machen mit dem Heu hier. Können das hier mit reinhauen. Ja, Heu ist da mit drinne. Ist hier Heu mit drinne? Nee, gut. Dann ist alles richtig. Warum mache ich immer vor einem Raid? Warum mache ich immer vor einem Raid Pause? Ohne Scheiß, ich drücke da drauf, es vergehen 3 Sekunden und ein Raid kommt. Also manchmal wirklich. Egal, wir haben hier 4 Pikeniere, 3 Lanzer und 3 Militoren und Schnittchen. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, aber wir kriegen das hin, denke ich. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich weiß nicht, ob die sich vorbereiten werden. Wird das Thumbnail, denke ich mal. So. Ja, die werden sich vorbereiten. Ja, das hier vorne ist noch nicht fertig, leider. Das wäre so perfekt gewesen jetzt, ja. Wäre so perfekt gewesen. Wir lassen sie erstmal laufen, wie wir können. Nein, das geht nicht. Was wir machen könnten, aber die Granaten haben wir nicht. Oh, die haben ja nur Brandgranaten gehabt, die Penner da oben. Das ist noch nicht hergeschleppt worden. Egal. Weil mit Feuer braucht man nie arbeiten. Ach, schwachsinnig. Ich werde mal eben im Auge behalten. Froschkönig ist ein bisschen angepisst. Warum? Wo ist der denn? Da. Sehr hohe Erwartungen. Gestörter Schlaf, schlief auf dem Boden, schlief draußen, schlaf alleine. Ja, wir brauchen halt Holz, aber ich kann nicht hexen, ey. Och, Ace, ey. Ne, genau deswegen. Deswegen passe ich jetzt auf. Wenn einer rausgeht und Scheiße baut, dann haben wir ein Problem. Da kommen sie jetzt auch.
Und das Gute ist, und deswegen haben wir das hier gemacht, dank Zocker, genau, Killbox Sandsäcke am Ende. Das ist der zweite Tipp, das ist von Zocker Kitty. Seht ihr? Das sind diese ganzen kleinen genialen Tipps, die immer in sich in den Kommentaren akkumulieren. Sandsäcke am Ende einer Killbox. So, in Klammern schreibe ich immer euren Namen dahinter, damit ich weiß, wer das gepostet hat. Und mal sehen, wie viel wir da kriegen, ne? Wie viel da zusammenkommt. An Tipps, die halt in den anderen Videos nicht waren und die meiner Meinung nach nicht so offensichtlich sind. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das als Nicht-Anfänger zu bewerten, aber... So. Da, seht ihr? Genau das. Die können da nicht stehen. Das ist genial. Jetzt müssen sie da hin. Die gehen jetzt hier einfach in die Mitte, weil sie halt da. Wir können das hier sogar blockieren. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Ich liebe es. Also die können darauf stehen, wenn sie blockiert werden. Aber die können so halt nicht. Ne? Es ist so genial. Da, die können. Die können da nicht drauf stehen bleiben, seht ihr das? Ja, die werden nach vorne gedrückt dann. So, wobei jetzt, wenn sie blockiert werden, dann geht das irgendwie. Dann jetzt geht das. Ne, jetzt bewegt er sich auch wieder. Jetzt bewegen sie sich. Gut, wenn sie blockiert werden, dann können sie da anscheinend drauf stehen, aber auch nicht lange. Ne? Also jetzt haben sie sich dann am Ende auch wieder bewegt. Obwohl die eigentlich von der KI her da gecampt hätten. Da hätte einer gecampt und hätte auf die anderen Leute geschossen. Warum ihr euch da hingestellt habt, weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal, ihr lebt alle. Das ist gut. Und so. Gucci. Haben wir das auch geschafft. Wir haben sogar 14 Bauteile gekriegt, was ich sehr nice finde. Werden auch gleich reingeschleppt hier. Good boy. Nehmen, glaube ich, keine größeren. Na, ein rechter Daumen wurde abgeschlagen. Das ist aber rechtes Ohr. Ja. Das ist alles. Alles gut. Und hier, wie schnell die halt jetzt agieren konnten. Ist halt genial. Dadurch, dass die jetzt das immer im Inventar haben. Ja, hier hat im Inventar die drei verwendet. Da hat jetzt wieder welche drin. Das ist so ein guter Tipp. Genial. Ich hasse, dass die alle falsch eingestellt sind. Oh, baby, please. Give a little respect. Da, 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 da. Sag mal, kannst du mal bitte dich hinlegen? Was ist denn das hier? Ach, Frosch, ach deswegen. Der hat kein Bett mehr. Oh. Ach scheiße, wir brauchen unbedingt Holz, ne? Eine Kacke. Ach scheiße. Scheiß die Wand an, ey. Ich baue jetzt einmal ein Kalksteinbett. Mir reicht's. So, Zocker Kitty muss den mal eben kurz behandeln. Damit er zumindest nicht verblutet. Ach, hat er nur 10 hingebracht, okay. Damit wir zumindest da ein Bett haben. Für das? Inspirierter Handel, achso. Ne, egal. Aber das war, ne, die sind schon stark, aber wir haben trotzdem das gut hinbekommen und vor allem so an sich schon sehr cool. Leider kann er sich nicht selber mit Gesundheit predigen irgendwie.
Wen brauchen wir denn am dringendsten eigentlich? Oder der hat viel abgekriegt, ne? Da kann man Gesundheit predigen eigentlich. Beim Meißelmännchen. Das können wir gleich machen. Ansonsten, ja, dauert alles noch ein bisschen. Wir haben ja Nomaden. Die könnten wir eigentlich annehmen. Die müssen halt auf dem Boden schlafen. Ollis Nomaden. Oh, ein Kind ist dabei. Ein Holzbein. Fängt gut an. Ein Djinn. Ah, Djinns sind kacke. Ah, ein Jitterkin. Und die anderen sind alle normal. Kurzschläfe, aufreiben, kacke. Langsamer Kacke. 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 Okay. Wir haben 5 Menschen, die kacke sind. Wir können aber die... Eigentlich sind die... Eigentlich ist das eine gute Sache, dass sie da sind. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum. Und wer länger zuguckt, der weiß, warum. Weil was das angeht, bin ich ein kompletter Psychopath. Und zwar... Da. Wisst ihr, am Anfang dachte ich so, mir wird es irgendwie schwerfallen, im Spiel Kinder abzumurksen, aber mit der Zeit stumpft man einfach ab. Oder ich habe so Bedenken gehabt, dass es irgendwie so hart dargestellt wird, aber nein, die kippen einfach um. Fertig. Ist kein Todeskampf, sondern ja, wird einfach weg. Das finde ich auch. Ansonsten wäre mir das auch ein bisschen zu viel, glaube ich. Oh, baby, please. Da, da, da. Da, 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 da. Hallo? Könnt ihr irgendwie mal lau... Ach so, ich hab... Okay. Never mind. Nein, 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 nein. Nein, 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 ihr müsst hier bleiben. Ey, hol dir doch keine Waffe, was soll denn das? Wie extra? Echt. Also William... Ja, wäre er kein Djinn, ne? Wäre er kein Djinn, dann wäre er vielleicht interessant gewesen, aber Djinn ist sowas von Kacke. I'm so sorry. Ich will das eigentlich nicht. Aber es wäre echt fies, dich leiden zu lassen. Im Endeffekt haben wir Essen gekriegt, wir haben Menschenhaut bekommen und wir haben Stahl gekriegt. Das ist das Wichtigste. Ein bisschen Stahl, ein bisschen Menschenhaut, ein bisschen Fleisch. Das ist schon gut. Muss man halt einfach alles sehr praktisch sehen. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Schmelzofen. Das ist sogar von mir. Hey, ich habe meinen ersten Tipp, der von mir hier drin ist. Und deswegen, das ist so, das finde ich so cool, diese Idee, eigentlich so ein Sammelsurium zu machen, wo man einfach, so diese Tipps alle reinbringt. Das wird sau viel Arbeit, weil ich muss ja auch immer visuelle Beispiele bringen. Aber ist eine coole Sache eigentlich, ne? Gut. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich kümmere mich gleich um meinen Löwenzahnhonig. Und ich werde euch natürlich berichten, ob er schmeckt oder ob das einfach eine scheiß Idee war. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und tschüss.